So, liebe Leute, schauen wir mal wieder rein, was uns diese Woche alles so auf Netflix erwartet in Kalenderwoche 10, die vom heutigen 8. März bis zum 14. März geht, nämlich 13 Originals kommen raus auf Netflix und einiges im Lizenzgeschäft. Und meine Highlight diese Woche sind Das Hausboot in der ersten Staffel, Das Leben ist wie ein Stück Papier, The One in der ersten Staffel und Tanz der Unschuldigen. Allesamt Originals, reden wir gleich drüber, schauen aber erst auf die Lizenzsachen. Da gibt es ab Mittwoch, dem 10.3. Captive State, Dear John, Rap Manet, Mifu, Dschungelsaga, Kera, Slektin, Wenn die Nebel fallen und A Month in Thailand. Das ist viel Skandinavisches in letzter Zeit dabei. Weil Captive State wollte ich eh schon ewig mal sehen, kann ich also nicht mal machen. Dann ab Donnerstag gibt es noch The Block Islands Sound und ab Sonntag Addicted im Lizenzbereich diese Woche auf Netflix, die dazukommen. Und damit schauen wir uns die Originals an. Zwei Titel, die mit dem Wort Bombay anfangen, gibt es ab heute auf Netflix. Der eine ist Bombay Begums mit diesem indischen Gesellschaftsdrama. In der ersten Staffel dieser Serie wird die Geschichte erzählt von fünf Frauen mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen, die in Mumbai ein Leben zwischen Musik, zwischen Enttäuschungen, zwischen Träumen und Wünschen leben. Der Look erinnert aber eher an eine Daily Soap. Die Musik ist sehr draufgesetzt. Ich finde es schwierig, catch mich nicht. Und dann gibt es noch Bombay Rose. Das ist ein französischer Animationsfilm, in dem mitten in einem Treiben einer kunterbunten Stadt und schnelllebigen Stadt die Liebe zweier Träume auf die Probe gestellt wird. Interessanter Zeichenstil, aber ansonsten wirkt das auch ehrlich gesagt nicht catchy genug für mich persönlich, um zu sagen, oh, das will ich sehen. Was ich aber wiederum sehen will, ist Das Hausboot in der ersten Staffel, beziehungsweise ist eine, glaube ich, mal abgeschlossene Miniserie, nämlich Finn Kliman und Olli Schulz, die an ihrem Hausboot bauen, das von Gunter Gabriel abgekauft ist. Auch ein Bjarne Mädel ist mit drin. Sieht spaßig aus, sieht nach Arbeit aus, sieht auch ein bisschen nach Pöbeln und Stress und Liebe und Leidenschaft aus. Und Finn Kliman versprüht ihm immer viel. Das Olli Schulz hat ebenfalls eine große Fangemeinde. Das Hausboot, finde ich, sieht cool aus in dieser Doku-Miniserie, deswegen gehighlightet. Und für die Kleinen gibt es von Sternenstreif noch die dritte Staffel Zeichentrickformat, in dem die 8-jährige Zoe als Superheldin Sternenstreif Abenteuer erlebt. Ab dem 10. März hätten wir für alle diese Hochzeitsdokus, aber auch Hausrenovierungs- oder Baudokus mögen, die passende Kombination mit Hochzeit oder Haus. Eine Reality-Show in der ersten Staffel, in der eine Wedding-Plannerin und eine Maklerin um die Gunst, die Zeit und die Geldbörse der Kunden konkurrieren. Natürlich muss man für Preisen eines Hauses, auch in den USA, wo sie tendenziell ein bisschen günstiger, glaube ich, sind bei deren Bauweise, immer noch eine sehr fette Hochzeit feiern, um da budgetär ranzukommen. Aber für Themeninteressierte sicherlich was. Dann gibt es mit Last Chance You Basketball in der Doku-Reihe die erste Staffel, die Geschichte rund um einen ärmeren Teil im Osten Los Angeles und dem Trainer der Last Chance You, der versucht, jungen Männern mit Hilfe von Basketball ein Studium zu ermöglichen. Und da geht es dann um Scholarships, also um Stipendien. Wirkt aber mehr so, als rücken die persönlichen Geschichten in den Vordergrund, als jetzt der Sport selber. Hat für mich nicht gereicht zum Highlighten. Und mit Kite Gangster gibt es noch eine französische Thriller-Action-Serie in der ersten Staffel ab Mittwoch, in der zwei Filmemacher in einem von Gangs kontrollierten Stadtteil ein Rap-Video drehen wollen, das alles im Found-Footage-Stil, und das wiederum sorgt für Konflikte. Könnte gut sein, bin aber unsicher, der Trailer hat schon was, aber hat für mich nicht gereicht zum Highlighten. Am Donnerstag gibt es dann mit Tanz der Unschuldigen ein spanisches Historiendrama, spielt 1609 und eine Gruppe von Frauen, die der Hexerei bezichtigt werden, wollen ihre Hinrichtung verschieben und wollen einen Hexensabbat stattfinden, / feiern lassen. Hier sieht der Trailer auch nicht schlecht aus, baut sich musikalisch sehr auf, da ist viel Emotionen drin, wirkt so rund, dass ich das mal mit gehighlightet habe. Ein bisschen spezieller könnte aber ein spanischer Überraschungsfilm sein. Am Freitag hätten wir dann für alle Fans von Paradise PD von der US-Comedy-Serie Teil 3 im Angebot, also Nachschub für Fans, und mit The One oder The One finde deinen perfekten Match, eine britische Science-Fiction-Serie, in der es eine Weiterentwicklung bzw. einen Durchbruch in der DNA-Forschung gab, weswegen es möglich ist, die passenden Partner zu finden. Und das wiederum sorgt aber auch neben vielen perfekten Paaren zu immer mehr Lügen. Sieht auch ebenfalls interessant aus, genug, um es zu highlighten. Ähnlich gelagert inhaltlich, aber so gar nicht meins, ist dann Love Alarm. Das K-Drama geht in die zweite Staffel und es geht weiter um die App, die Menschen zusammenbringt. Es gibt einen Love Alarm, wenn man wunderbar zusammenpasst. Aber was ist, wenn man sich in jemanden verliebt, der den Love Alarm bei jemand anderem hat und so weiter und so fort. Hochdramatisch und sehr cheesy, wie ich finde, im Trailer. Nicht so meins. Dann gibt es noch Das Leben ist wie ein Stück Papier, ein türkisches Drama, in dem Mehmet ein Lagerarbeiter ist, dem es im Leben eigentlich gar nicht so gut geht, und er nimmt noch einen kleinen Jungen auf.
auf. Und über diese Tatsache muss er sich auch mit seinen eigenen Kindheitstraumata auseinandersetzen. Hier ist der Trailer richtig fein geschnitten. Da steckt Kraft drin, da steckt Herz drin. Meiner Meinung nach auch Liebe. Und deswegen habe ich hier Das Leben ist wie ein Stück Papier, dieser türkische Film, mal mitgehighlightet. Ich glaube, der könnte was können. Und wir hatten noch einen Familienfilm, der eine Buchverfilmung ist zum Abschluss mit Yesterday mit Jennifer Garner unter anderem. Und der erzählt die Geschichte von zwei Eltern, die fast immer zu allem, wenn die Kinder etwas wollen, Nein sagen. Aber nun im Yesterday sagt man einen Tag lang zu allem Ja. Es gibt zwar noch ein paar Grundregeln, aber dennoch wird das ein sehr buntes Abenteuer. Der Trailer sieht süß, aber gleichzeitig sehr vorhersehbar aus. Vielleicht so eine kleine süße Nummer für die ganze Familie, die man ansonsten schauen kann. Und damit sind wir durch die kommende Woche. Netflix, wie gesagt, meine Highlights, die erste Staffel von Das Hausboot, genauso wie die erste Staffel von The One, Tanz der Unschuldigen und Das Leben ist wie ein Stück Papier. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.